Ministerium der Bunten Republik Neustadt. Wer kennt denn von euch die Bunte Republik? Der Rest gar nicht? Noch nie da gewesen? Mathis, kennst du die Bunte Republik nicht? Ja. Wer ist denn von euch Neustädter? 3, 4, 5. Ah, alles klar. Sind ja doch ein paar, die Hälfte ungefähr. Und die anderen kommen woanders her. Seid ihr Dresdner? Ja. Ja. Alles klar. Gut. Das ist nur mal so für mich, dass ich mal ein bisschen weiß, wer hier eigentlich so ein bisschen vor mir steht. Ich bin die Annette. Annette Lentwold heiße ich richtig und ich bin hier der Museumsdirektor und Verantwortliche für diese ganz kleine Ausstellung, die ihr hier sehen könnt. Ja, das BRN-Museum, das gibt es eigentlich schon seit 2007, aber erst seit 2010 ist es hier in dem Haus, im Stadtteilhaus. Und den Raum, den ihr heute hier sehen könnt, der ist ganz klein, habt ihr euch vielleicht auch viel größer vorgestellt. So eine Republik muss ein großes Staatsmuseum haben, aber wir sind halt ganz klein, wir sind ja auch nur eine Mikronation. Eine Mikronation ist ein ganz klitzekleiner Staat. Und ich will euch mal kurz erzählen, was die Bunte Republik Neustadt eigentlich ist. Hat jemand von euch schon mal was davon gehört, wo er vielleicht weiß, was das ist? Da waren von euch schon mal auf der BRN. Und was denkst du, was das ist? Oder was ist eine BRN für dich? Sagen wir es mal so. Ja, ich würde es nicht beisitzen, aber irgendwie ist es ein großes Fest. Genau. Party halt, ne? Ja, genau. War es aber mal früher gar nicht. Genau. Und zwar, ich habe schon gehört, einige von euch waren schon im DDR-Museum. Und DDR kennt ihr ja. Vergangener Staat, vor 25 Jahren ist er zu Ende gegangen. Und die DDR ist ein sozialistischer Staat gewesen, wo viele Leute so ein bisschen nicht so ganz frei ihre Meinung äußern konnten. Und die Stadt Dresden war relativ verfallen, auch die Häuser waren verfallen. Und ich habe euch mal hier einen kleinen, da könnt ihr mal reinschauen, hier sind mal Fotos. Von 1900, das ist von Anfang der 1990er Jahre, wo ihr mal anschauen könnt, wie das Stadtviertel hier mal ausgesehen hat. Die Häuser waren alle verfallen und runtergekommen. Und kennt ihr schon den Begriff die Montagsdemonstrationen? Also habt ihr davon schon mal was gehört, wie die DDR zu Ende gegangen ist, die Endzeit der DDR? Also die Bürger der DDR haben sich angefangen zu wehren dafür, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können und sind auf die Straße gegangen, haben riesengroße Demonstrationen auf der Straße veranstaltet, bis zu 100.000 Leute sind da hier auf die Straße gegangen. Und erst hieß es, Ende 1989 war das, ging es darum, ja, wir sind das Volk. Mit dem Spruch ist man auf die Straße gegangen und plötzlich wandelte sich das dann zu diesem nicht wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Die DDR wollte plötzlich sich vereinigen mit der Bundesrepublik Deutschland, mit der BRD. Wir wollten wieder ein Deutschland werden. Und es gab aber ein paar Leute, also viele auf der Straße haben gesagt, wir wollen die D-Mark haben, die Westmark. Und wir wollen uns endlich als richtige Deutsche fühlen. Ich will das Fahr auf meinem Badewanne steht, dass ich mir eine Lebensjeans kaufen kann und ich endlich mal mich als richtig vollwertiger Mensch fühlen kann. So war 1989, haben die DDR-Bürger viele gedacht. Hier in der Neustadt lebten aber ein paar Leute, die haben gedacht, das kann es doch nicht sein. Die Bundesrepublik ist doch auch nicht alles Gold, was glänzt. Alles, was in der Werbung steht, ist doch nicht wahr, was die erzählen. Und die DDR, so wie sie ist als Staat, ist schiefgegangen. Die Bundesrepublik Deutschland ist aber auch eine Republik, die auch nicht so toll ist. Da gibt es Arbeitslose und die Leute rennen viel dem Geld hinterher. Und da haben die sich überlegt gehabt, das kann so nicht sein. Vielleicht wäre es besser, man gründet einen eigenen Staat. Und da hat man gesagt, wenn ihr mal hier reinschaut, da gibt es ein schönes Graffiti, das war damals hier. Auf der Leißnischer Straße, da hat jemand an die Wand gesprüht. Die DDR ist dasselbe wie die BRD, das ist Mist. Besser ist, wir gründen einen eigenen Staat. Die BRN, ne? Die Bunte Republik Neustadt. Und da hat man hier, also das war noch vor der Wiedervereinigung, alles noch DDR-Zeit. Im Juni 1990 hat man angefangen, auf alle Einzugsstraßen hier zur Neustadt
große weiße Streifen auf der Straße zu malen und drauf zu schreiben, sie betreten den demokratischen Sektor Dresdens, die BRN. Und deswegen haben wir nämlich hier den weißen Streifen, wo man erstmal das BRN-Gebiet erstmal betritt. An alle Zufahrtsstraßen hat man diese Schilder gehangen. Bitte beachten Sie, dass Sie im Bereich sind, den demokratischen Sektor der Stadt zu betreten. Dieses Gebiet, das von einer ordentlichen, sorbisorischen Regierung regiert wird, nennt sich Bunte Republik Neustadt. In diesem Bereich gelten DDR-Mark und Neustadt-Mark als Zahlungsmittel. Die D-Mark, die deutsche Mark, ist ungültig. In der BRN ist jegliche Anwendung von Gewalt untersagt. Also, man hat hier nicht einfach so gesagt, wir machen hier einen eigenen Staat, sondern man hat eine eigene Regierung gegründet, die ordentliche provisorische Regierung der Bunten Republik Neustadt. Wir hatten als Präsidenten sozusagen einen Monarch, der hatte zwar keinen Geschäftsbereich, und das war der Gregor Kunz, und den könnt ihr hier unten mal sehen. Der stand in der Scheune und hat eine Republik ausgerufen, proklamiert. Die Proklamation, was wir alles machen, das steht in unserer allerersten Zeitung drin. Dann hat man eine eigene Staatsflagge gehissen. Und das ist diese hier. Die schwarz-rot-goldene Streif. Die hat den Ehrenkranz. Und dort, wo in der DDR-Flagge, da haben wir unser Zirkel in der Mitte war, haben wir eine Mickey Maus reingesetzt. Das hat man gemacht, als ein bisschen um den Kapitalismus aufs Korn zu nehmen. Das war eine Persiflage. Man hat eigene Pässe ausgegeben. Der erste Staatspass ist hier. Der rote Pass zu sehen. Also der hat von der DDR gebunden, der Neustadt war, hat so einen Pass erworben. Und außerdem, das war das allerwirksamste Mittel, dass der Staat wirklich funktioniert hat, das war das Geld. Das ist die Neustadtmark. Die Neustadtmark sind übrigens keine Banknoten, sondern Punknoten. Denn das hier ist der Stadtviertel gewesen, wo die Punks gewohnt haben. Das war deren Territorium hier. Und das Interessante war, man hat hier was sehr Witziges gemacht. Ich hatte ja kurz gelesen, dass die D-Mark ungültig ist. Also hat man das so gemacht. Das hat hier wirklich richtig funktioniert. In den Gaststätten, die es hier gegeben hat, es waren damals sehr wenige noch, hat man Wechselstuben eingerichtet. Und dann hat man umtauschen können. Mit DDR-Mark konnte man sein Bier bezahlen, mit D-Mark aber nicht. Und da musste man umtauschen. DDR-Mark, wenn man DDR-Mark in Neustadt-Mark umtauschen wollte, ging das 1:1. Ne? Man hat eine Mark hingegeben, hat eine Neustadt-Mark zurückgegeben. Wenn man aber D-Mark zur Neustadt-Mark umtauschen wollte, hat man das 2:1 gemacht. Man musste 2 D-Mark hinlegen und hat nur eine Neustadt-Mark dafür gekriegt. Das Geld wurde also halbiert. Was ihr jetzt nicht wissen könnt ist, ich komme gleich nicht zurück, in der offiziellen DDR ist es so gewesen, dass die DDR-Mark halbiert worden ist. Und so haben die Neustädter sich hingestellt und haben gesagt, wir zeigen euch mal, wer hier eigentlich der Herr Abhause ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Bundesbürger sich damals aufgeregt haben, haben gesagt, könnt doch hier nicht die D-Mark entwerben, wo gibt es sowas? Und die Neustädter, was haben die gemacht? Liste im Bier, musste bezahlen. Ne? Man hat die einfach abgeknüpft. So, jetzt noch deine Frage. Keine Frage, sondern habt ihr hier schon BRN-Geld zum Ausfällen? Das ist BRN-Geld hier. So. Das ist das BRN-Geld, genau. Hier kann ich euch, Dankeschön, das ist nämlich was Schönes, was du siehst, der ist nämlich rosa. Es gab nämlich ein Jahr, das ist nämlich das allererste BRN-Geld, was du mitgebracht hast, das ist ja total toll. Das ist nämlich 1990 aufgelegt worden und dieses hier 1991. Es gab nämlich 2 Serien, dann musste man das leider einstellen. Die Regierung hat hier im Prinzip richtig den Leuten erzählt, sozusagen wie man hier was machen kann, und hat das aber immer so ein bisschen spaßig gemacht. Und das Ziel ist eigentlich gewesen, der eigenen Stadtregierung in Dresden im Rathaus zu sagen, hey, ey, wir Neustädter, wir leben hier. Und es kamen ganz viele Leute hier rein, die wollten hier aus dem Stadtviertel ein Banken- und Luxuswohnviertel draus machen. Ne? Teure Mieten und teure Häuser hierher bauen. Und die Leute, die hier seit den 70er Jahren schon wohnen und immer gegen den Abriss der Häuser kämpfen, die sollten vor die Tür gesetzt werden und haben gesagt gehabt, hier,
zieht jetzt aus, wir sanieren das Haus jetzt, es gehört jetzt wieder mir. Ja, es kamen viele Leute, haben die Häuser gekauft. Und tatsächlich war die BRN dazu da, der Stadtregierung zu sagen, hey, ihr könnt doch nicht mit uns machen, was ihr wollt. Und das war ein erfolgreiches Konzept. Hier wurde dann die äußere Neustadt wurde zum Sanierungsgebiet Nummer 1 von Dresden erklärt. Und hier wurde ein Konzept geschrieben für sozialverträglichen Stadt und Bau. Das heißt, da haben sich Leute zusammengesetzt an den Tisch und haben gesagt gehabt, hier, die Leute wohnen jetzt nur noch hier, wie können wir denn das Haus sanieren, wo können wir die Leute umsiedeln, wie kann man das Haus sanieren, dass es denkmalgeschützt saniert wird und dass, dass die alten Leute vielleicht, dann, die schon immer hier wohnen, auch hier wohnen bleiben können. Über die Jahre hinweg hat sich das natürlich dann trotzdem verändert hier, weil die Mieten teurer geworden sind, mussten viele Leute trotzdem ausziehen aus der Neustadt. Es sind neue Leute hierher gekommen. Ja, bis 1993 gab es die Regierung. Dann hat die Regierung gesagt, es sind hier zu viele Leute, das ist alles viel zu kommerziell. Wir treten zurück. Und da gab es die Regierung nicht mehr. Aber das Fest, den Geburtstag zu feiern, dass man sich als Neustädter immer noch als bunter Republikaner fühlt, das hat immer noch existiert. Da haben die dann gesagt, wir machen trotzdem die Party, auch wenn wir keine Regierung mehr haben. Und jedes Jahr, immer am 3. Juli-Wochenende, feiern wir unsere Geburtstagsparty. Und weil so viele Leute Kunst und Kultur machen, ist das natürlich auch ein sehr beliebtes Fest geworden. Und immer mehr, ja, jedes Jahr kamen immer mehr Leute, die die Neustadt besucht haben, nee, cooles Partyviertel und so eine Sache. Und im Jahr 2000 kamen dann 100.000 Leute in einem Schlag hierher. Und da gab es dann einen richtigen Krawall. Viele haben dann gedacht, Mensch, als alternatives Stadtfest, das könnte man doch auch mal nutzen, um sich ein bisschen so zu prügeln. Ne? Die Rechten gegen die Linken. Und da gab es dann die große Ausschreibung. Und wenn ihr mal hier rüber geht, dann habe ich das euch mal gesehen. Es gab dann ein paar Jahre zwischen 2000 und 2002. Es gab dann viele Polizisten, die hier durch die Stadtgebiet gegangen sind. Es gab viele Dann hat sie richtige Barrikaden in den Straßen aufgebaut und das führte dann dazu, dass die Neustadt dann ganz schön, so als Krawallfest quasi beschrieben gewesen ist. Und dann haben die Leute, die das veranstaltet haben, die BRN dann gesagt, da muss nach einfach nicht mehr. Und seitdem gibt es niemanden mehr, der sagt, wir machen jetzt die BRN und organisieren die. Aber die Neustädter wollen trotzdem feiern. Also, was machen sie? 400 Leute gleichzeitig verabreden sich am gleichen Wochenende und sagen, wir stellen uns im Grill auf die Straße. 400 Leute gehen zur Stadt und sagen, hier, wir möchten das gerne machen. Und die Leute versuchen natürlich auch noch viel Geld zu verdienen. Und was passiert, wenn man denkt, man kann mit viel Bier mehr Geld verdienen, das ist besser, als wenn ich jetzt für die Kinder einfach so einen Spielplatz hinstelle und dann passiert das sowieso nichts und die Kinder bringen auch kein Geld. Aber die Eltern, die trinken Bier. Und also werden viele Bierwagen hier reingebracht in das Festgebiet. Und ihr seht das mal hier, da steht ein Bierwagen am anderen, eine Futterbude an der anderen. Alles, was man will, kann man essen. Aber was irgendwie ein bisschen fehlt, ist halt Freiraum. Es wird immer enger. Und das ist so, wie ihr jetzt wahrscheinlich die BRN kennt. Ihr seht nur, es sind viele Menschen auf der Straße. Und es gibt wenige Plätze, wo man wirklich noch richtig als Kind spielen und leben kann. Und ich habe euch mal hier ein paar Fotos ausgestellt, wo ihr das mal sehen könnt, durch die Jahre hinweg. Wer kennt denn von euch diesen Platz? Ihr könnt es auch mal wegnehmen, das könnt ihr auch mal in die Hand nehmen oder so. Das sind hier Neustädter, wer kennt denn von euch den Platz? Die Erwachsenen auch noch mit. Kennt das jemand? Schwierig, ne? Nee. Das ist die Böhmische Straße, genau. Und zwar sah das der Spielplatz auf der Böhmischen Straße, wo das Kinderladen Kengo, wo heute ist. Es sieht heute völlig anders aus. Das sah damals so aus. Das war der allererste Spielplatz, der 1991 initiiert worden ist. Und ihr seht hier im Hintergrund noch solche bunten Häuser. Die gibt es heute gar nicht mehr. Ihr kennt doch bestimmt das graue Haus, wo man unten mit der Kreide dran malen kann. Mhm. Das Haus steht heute dort, an, wo man die historischen, der Investor hat die historischen Gebäude abgerissen, bitte nicht auf die Vitrine legen. Genau. Und hier habt ihr die Häuser nochmal. Das sind die Häuser, wo heute die Kreide unten dran ist, wo man mit dem Kreidestift dran malen kann, das gegenüber vom Spielplatz der Böhmischen Straße zu sehen ist.
bisschen lustiger war, ein Kettenkarussell. Man hat es einfach hier unten auf die Straße, auf die Luisestraße zwischen Luise und Karlstraße, einfach ein selbstgebautes Kettenkarussell hingebaut. Und da musste man aufpassen, weil die, dass man nicht die Beine zu weit rausstreckt, weil sonst ist man an der Hauswand lang geschleift. Das ist natürlich dann auch nicht so, so sehr sicher. Und da kam dann natürlich die Stadt und hat gesagt, das dürft ihr nicht mehr bauen. Und dann durfte man es halt nicht mehr bauen. Und was ihr jetzt auch noch mal seht, hier seht ihr noch mal welche von 1990. So sah das hier aus, hier vor unserem Haus bricht ein. So sah die Neustadt hier aus. Dann hat man politische Sachen gemacht. Die Polizei ist ja immer so ein bisschen eine Gruppe, die dann auf die Rolle genommen wird. Und da hat man dann damals sich überlegt, wie man so ein Polizeiauto aufbauen könnte hier. Wie das aussehen würde, wenn das ein Neustädter Polizeiauto wäre. Ja, dann hat man so einen Handwagen gestellt, so eine alte Trabantkulisse. Hier hat man Handwerker geschrieben, werte Kundschaft, dieser Handwerksbetrieb arbeitet noch für Sie in diesen Trümmern. Ja, also das war hier so richtig kaputt alles. Dann seht ihr hier mal das Nordbad. Wer kennt von euch das Nordbad? Genau, das war auch eine eingefallene Ruine. Und das waren die Neustädter, die dann 1990 angefangen haben zu sagen, hey, das müssen wir erhalten, das sollte abgerissen werden, das sollte nichts mehr dahin. Jetzt wird das Bad überhaupt nicht mehr. Und da haben die einfach aus Jux zwischen alte Badewand in, das, in den Garten gestellt vom Nordbad in den Hinterhof. Und haben einfach ein Badefest veranstaltet, so wie er in 1991. Das hier ist mal die BRN, wie sie ausgesehen hat 1990. Und hier ist hier Nummer 1, das ist von 2015. Da sehen wir ganz wenig Leute. Und hier, da gehen wir dazu. 1994 gab es nochmal ein schlimmes Ereignis für unser Haus hier. Während der Bundesrepublik Neustadt hat ein Brandstiftung hier oben unser Dachstuhl in Brand gesetzt, in dem Haus hier. Das seht ihr, hier ist das Haus, wo ihr jetzt gerade drin seid. Und da ist komplett hier der Dachstuhl abgebrannt. Und das hatte dann zur Folge, dass die Feuerwehr gesagt hat, wir brauchen hier Rettungsgasse. Also dass man immer die Feuerwehr immer noch durchpassen muss. So. Dann habe ich hier drüben nochmal Handgefolge mal für euch hingelegt. Wer kennt denn von euch diesen Platz? Die Neustädter Kinder, wer von euch kennt diesen Platz? Das ist von 1990 im Bild. Das dürft ihr euch noch, das ist vor der Scheune. Wenn ihr nämlich, ihr schaut hier, das ist die Alaunstraße. Ihr kennt doch vielleicht das Dropout. Ja, das ist das Haus, wo jetzt das Dropout drin ist. So sah es aus, wo sich die allererste BRN gegründet hat. Die Häuser hier, das Café Eckstein steht hier heute hier. Hier steht dieses Gebäude Wohle an der Stelle. Und diese Häuser gab es damals alles noch nicht. Das waren alles Grünflächen. Und auf diesen Grünflächen hat man dann Möbelbahnen angelegt. Und dann hat man ein Pferd reiten lassen. Und aber solche Sachen. Weiß ich auch schon damals. Aber wer kennt die von euch? Wer kennt von euch diese Ecke? Das gibt es heute auch nicht mehr. Ich weiß. Ja? Also, ich wollte nicht. Ach ja, das ist da vorne an der Ecke, wo auch noch die Sonne sitzt. Genau, richtig. Das ist vorne an der Kreuzung Rotenburger Straße, Ecke Luisenstraße. Das ist ein ganz altes Musikgeschäft, Musikhaus Meine. Und heute ist auch noch ein Musikladen drin. Genau. Aber das ist auch ein Bild mal aus der ersten BRN. Graffitis gab es bei uns auch schon immer. Das war damals 1990 oder 89 schon an der Hauswand. Wie Wiedervereinigung wirklich funktioniert. So, dann habe ich mal hier ein, zwei Kanten was lesen. Was bedeutet denn das? Ja, das nennt sich dann raus. Genau. Und das ist nämlich etwas gewesen, damals 1990, weil hier viele Punks und viele Linke gewohnt haben, kamen hier wirklich damals viele Skinheads damals noch rein. Viele Nazis haben hier die Gaststätten hier überfallen und die Linken überfallen. Und das war damals auch schon ein Problem gewesen. Ich dachte mal, so sah es aus. Das Café Stilos ist damals ein alternatives Café gewesen. Die sind hier eingebrochen, haben die Scheiben eingeschlagen, haben dann überall die Möbel rumgeworfen und so und haben quasi die gesamte Kneipe demoliert. Und das haben sie mit ganz vielen Kneipen hier gemacht.
Und das Problem war damals auch, die Polizei hat sich ganz spät auf die Gewerbegelege, also überhaupt gekommen, immer erst wenn alles vorbei war. Und es ging dann so weit, dass die Neustädter hier untereinander so eine Art eigene Bürgerwehr eingeführt haben, wo sie sich gegenseitig gewarnt haben, wie bis hin jetzt kommen. Das war in den 90 bis 93 ein großes Thema gewesen. Dass ja auch viele Nazis immer reingefahren sind und hier gedacht haben, hey, wir können hier einfach mal ein bisschen Stimmung machen. Und hier habt ihr nämlich mal das Café Bronx. Das ist, das ist auf der Alaunstraße, Ecke Jordanstraße. Es könnte das Al Capone drin. Das war die allererste alternative Kneipe, die es überhaupt genau gegeben hat in Dresden. Und die haben die Szene jetzt so oft überfallen, dass die nur ein einziges Jahr offen haben konnten und dann mussten die schließen, weil die konnten das dann nicht mehr bezahlen. Das ist, und war auch ziemlich gefährlich, dann das wieder aufzumachen. So, jetzt habe ich euch ganz viele Sachen erzählt, was damals am Anfang so ein bisschen war. Ja, die Plakate, die ihr drüben habt, noch an der Wand, das sind richtige alte Plakate. Damals war die BRN so klein, dass das komplette Programm, alles was für BRN angeboten wird, auf einem Plakatplatz hatte. Heute gibt es ein richtiges Programmheft, wo gar nicht alle Sachen drin sind, die eigentlich für BRN stattfinden. Genau, auf der Medienstation habt ihr nochmal verschiedene Filme zu den BRNs laufen, von aus verschiedenen Zeiten, auch die erste BRN ist drauf. Das läuft in Schweige durch. So, jetzt habe ich dir erzählt. Was ist das? So, das sind die Pässe. Das ist der allererste Pass, den man hatte als Staatsbürger. So sah der Staatspass aus. Und das Interessante war, dass was drin steht. Darauf wettet, dass man hinterher tatsächlich mehr Geld einnimmt. Man nimmt das Haus, kauft es, saniert es, dann ist es mehr wert und dann verkauft man das Haus weiter und schlägt noch einen Gewinn drauf, dann nimmt es der Nächste, der verkauft das Haus wieder weiter und dann will jeder will Gewinn machen und jeder verkauft das Haus immer ein Stückchen weiter. Das Haus wird immer teurer. Muss aber jemand bezahlen. Das müssen die Mieter bezahlen und so wird die Miete von dem Mieter in dem Haus immer weiter erhöht. Bum, 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 bum. Und so gehen die Mieten in die Höhe und wachsen halt immer mehr an. Und das müssen dann quasi die einfachen Bewohner von dem Haus dann einfach bezahlen. Dumme Frage, ist das hier? So, wir haben damals, genau, das ist auch ein Pass, aber das ist als wir 20-jähriges Jubiläum der Bundesrepublik Neustadt hatten,
alle uns überlegt, es gibt da ganz viele Mikronationen, nicht nur die Bunde der Rote Neustadt, sondern es gibt auf der ganzen Welt viele solche Leute, die ähnlich sind wie Neustadt und sagen, wir gründen unseren eigenen Staat. Und da haben wir uns überlegt, wenn wir ein Staat sind, dann kann man auch mit so einem Staat andere, kann man auch in Austausch treten. Und da haben wir einfach die anderen Staaten eingeladen und die haben mir Botschaften aufgemacht und da haben wir einen Reisepass aufgelegt. Ne? Und da konnte man hier durch das ganze Stadtgebiet laufen und die haben dann Visas verteilt. Und da funktioniert das aus. Genau, das ist die Ulla, das ist die Chefin hier vom Haus. Genau, wir haben dann so ein Foto gemacht und dann hat man seinen Vornamen eingetragen, seinen Nachnamen, seinen Spitznamen. Die Stammkneipe musste man eintragen. Den Geburtsort, seit wann man Bundesrepublikaner ist, also seit wann man gewohnt ist oder was. Genau, und dann muss man noch die Religion angeben. Und als Religion gibt es ja noch Atheismus, Kapitalismus, Kartoffelmus und der Religion. Das sind natürlich alles Sachen, die man gibt. Ne? Und da sucht man sich dann was davon aus. Genau, und dann ist man quasi hier rumgegangen in der Neustadt und hat dann die Botschaften besucht und die haben dann diese Stempel verteilt. Das sind verschiedene Mikronationen, die es überall auf der Welt gibt. Ne? Das ist die Bahamische Alternative in Polen, die Festung in Breslau. Haben wir noch Beschulnis, die sitzen in Litauen, das ist wirklich überall auf der Welt gibt es welche. Wie zum Beispiel da bei genau, das sind die Briefmarken sind auch, es gibt auch ein paar Staaten, die verteilen keine Stempel, sondern die verteilen Briefmarken und haben auch wirklich eigene Briefmarken aufgelegt, mit denen man, die man auch wirklich auf Briefe kleben kann, die haben auch eine eigene Werbung, das ist Flandrensis, die sitzen zum Beispiel in Belgien. Ne? Und man hat dann was drauf gemalt. Genau, da ist es, man durfte alternativ, wenn man kein Passfoto hat, durfte man sich auch selber reinmalen. Und, wenn man kein Foto kaufen konnte. Genau, da hat man sich einfach selber reingemalt. Hätte ich mal kurz jetzt von hier noch so hier. Ach, was hier auch noch sitzen, sind überall die T-Shirts. Hier rumhängen, ne? Auf dem bösen Neustadt, bunte Republik Neustadt und auch längere. Da war doch. Da war ich nämlich ein Mädchen. Genau, das Pickel ist genau Bengel Republik Neustadt. Genau, und dann hat man bei überall natürlich hingepinkelt, wird über im Stadtgebiet. Da lacht man so ein bisschen auf die lustige Art. Oder hier, don't call it Stadtteilfest. Viele sagen ja immer, die Neustadt ist ein Stadtteilfest, aber es ist gar kein Sinn, es ist unsere Geburtstagsfeier. Ja, sonst noch Fragen? War ganz schön viel, ja, und ganz schön schwierig. Und dann haben die Frau Brummer die Kante angezogen. Das ist unsere Pippi. Die Pippi trägt ein T-Shirt von 1991, wo man Wohnen ist Menschenrecht. Da hat man auch wieder gegen Mietwucher und gegen Spekulation sich gewehrt. Und da hat man einfach dieses BRN-T-Shirt angezogen und hat dann gesagt, jeder muss eine Wohnung haben. Es kann doch nicht sein, dass man das so teuer macht. Und das war wirklich, man hat da wirklich dagegen gekämpft, dass es so ein teures Wohnviertel ist. Ist natürlich mit trotzdem ein teures Wohnviertel. Ist das wirklich gleich wie dort? Genau, das ist nämlich das Plakat gewesen der BRN und das haben wir dann nochmal das Motiv auf ein T-Shirt gedruckt. Und was in der auch sitzt, sind diese Buttons. Ne? Man hat immer, das ist auch was ganz Traditionelles, dass man immer diese Mickey Maus in den Ehrenkranz, das ist unser Staatswappen, dass man das viele als Button kriegt bei uns. Was man neu gemacht hat, sind Briefmarken. Wir haben mittlerweile unsere eigenen Briefmarken rausgegeben. Immer zu BRN gibt es die eine Auflage, die kann man auch richtig versenden und auf den Brief richtig kleben. Also die geförderte Deutsche Post. Das ist der Zettel, der in den Briefkasten gesteckt worden ist 1990, zur allerersten BRN, wo die Leute darauf aufmerksam gemacht wurden, hey, lasst uns eine Party feiern, lasst uns richtig die Kultur der Republik gründen. Das haben die Leute in den Briefkasten damals gefunden. Und schon da war so ein Porsche da? Das war bei uns auch. Das gibt bei uns auch sowas. Die BRN-Zeitung, immer, das ist... jeder Staat hat eine Staatspresse oder braucht eine freie Presse. Das ist ein Satireblatt, was jedes Jahr erscheint, immer zur Bundesrepublik Neustadt. Ihr seht hier drüben auch noch ganz viele andere. Das könnt ihr auch sehen, dass sie jedes Jahr auch anders heißt, die Zeitung. Und da nimmt man immer die,
bisschen die Neustädter selbst aufs Korn. Man schaut immer mal so ein bisschen, was treiben die Neustädter eigentlich so und macht sich ein bisschen lustig über sie. Und ja, wichtige Sachen stehen dann auch hier drin, wichtige Meldungen, die Neustädter was angehen, aber immer mit so einem Augenzwinkern ist das geschrieben. Und hier, die erste Zeitung heißt ja Schildzeitung. Es gibt, ihr kennt ja vielleicht die Bildzeitung. Ne? Und da hat man gesagt gehabt, ja Bild, das ist eine totale Quatschzeitung, also machen wir die Schildzeitung draus. Ne? Oder ihr seht ja hier, das Design sieht aus wie die Dresdner Morgenpost. Ne? Deswegen gibt es ja auch welche, die heißen Gurgelrost. Also wenn man die Morgenpost quasi aufs Korn nehmen. Deswegen haben wir auch das Layout von der Morgenpost, weil das die verbreitetste Zeitung hier ist im Stadtgebiet. Deswegen haben wir das gemacht. Traditionell sind die Farben, obwohl jetzt zwar hier lila ist, traditionell sind die Farben aber immer schwarz.